Ein wichtiges Ziel des Mathematikunterrichts besteht darin, schriftliches und halbschriftliches Rechnen miteinander zu verbinden. Bei der Verwirklichung dieses Anspruchs ergeben sich jedoch einige Schwierigkeiten. Denn schriftliches Rechnen ist Ziffernrechnen nach genau definierten Regeln. In der Regel von klein nach groß, also erst die Einerstelle, dann die Zehnerstelle und so weiter. Schriftliche Rechenverfahren sind Konventionen, die von den Schülern in der Regel nicht entdeckt werden können. Es sei denn, es wird von der Lehrkraft hier sehr stark gesteuert. Beim halbschriftlichen Rechnen hingegen benutzt man Zahlganzheiten. Man verwendet flexibel einsetzbare verschiedene Vorgehensweisen und rechnet in der Regel von groß nach klein, also beispielsweise erst die Hunderter, dann die Zehner, dann die Einer. Schülerinnen und Schüler können halbschriftliche Vorgehensweisen selbst entwickeln und mit ihren Kopfrechenmethoden in Einklang bringen. Freilich in unterschiedlich eleganten und fehleranfälligen Varianten. Hier auf dieser Folie sehen Sie eine Möglichkeit, bei der schriftlichen Addition auf die halbschriftliche Addition zurückzugreifen. Und zwar am Beispiel der Aufgabe 347 plus 125 wird deutlich, wie hier stellenweise gerechnet werden kann, beispielsweise auch mit Material veranschaulicht werden kann, wie die Aufgabe gelöst wird. Und dann wird der Übertrag entsprechend auf den schriftlichen Algorithmus überführt und die Kinder können feststellen, naja, zwischen der Art und Weise zu rechnen, also halbschriftlich und schriftlich bei der Addition, gibt es eigentlich keinen Unterschied. Ich gehe hier stellenweise vor. Aber die Art und Weise, es aufzuschreiben, ist halt unterschiedlich. Und wenn halt dieser Gedanke bei den Kindern sich irgendwann festigt, dass die Vorgehensweise, also das Rechnen, das gleiche ist, sondern nur die Notation unterschiedlich ist und man sich da eine Menge Schreiberei sparen kann, dann haben wir im Unterricht schon sehr viel gewonnen. Ja, deshalb ist gerade bei der Multiplikation, also bei der schriftlichen Multiplikation, die Einführung des Verfahren zu herausfordern. Denn die Ableitung ist hier nicht so leicht möglich wie bei der schriftlichen Addition oder beispielsweise bei der schriftlichen Subtraktion. Denn die Kinder sollen das Verfahren nicht nur automatisiert anwenden, sondern den Schritt vom mündlichen und halbschriftlichen Zahlenrechnen zum schriftlichen Ziffernrechnen nachvollziehen können. Denn sonst besteht die Gefahr, dass der Algorithmus nur automatisiert angewandt wird und dadurch den Kindern noch weniger Fehler beim Ausführen der Operation auffallen als bei den anderen Rechenarten. Sie können an dieser Stelle ja mal kurz überlegen, welchen Fehler hier Miriam unterlaufen ist. Die Auflösung des Rechenfehlers liefere ich dann am Ende des Videos. Zudem verlangen die Bildungsstandards, dass die schriftlichen Rechenverfahren, somit auch die schriftliche Multiplikation, nicht nur ausgeführt, sondern auch von den Kindern verstanden werden sollen, warum sie funktionieren. Nun, welchen didaktisch-methodischen Weg kann man nun im Unterricht beschreiten, um den Kindern die schriftliche Multiplikation näher zu bringen? Ich stelle Ihnen nun im Folgenden einen möglichen Weg vor. Im Sinne der fortschreitenden Schematisierung ist es von Vorteil, auf die Vorkenntnisse der Kinder bezüglich der halbschriftlichen Multiplikation einzugehen. So schlagen Wittmann und Müller beispielsweise vor, an die halbschriftliche Strategie Malkreuz anzuknüpfen. Diese lässt sich gut aus dem schrittweise Multiplizieren ableiten. Die beiden Faktoren werden dabei in zwei oder mehr Teilsummanden zerlegt, die dann in Tabellenform notiert werden. Jeder Teilsummand wird mit jedem anderen multipliziert und die so entstehenden Teilprodukte werden zeilen- oder spaltenweise addiert. Die Tabellenform ist im Übrigen eine Abstraktion einer analogen Zerlegung von Punktefeldern in Teilfelder, so wie das vielleicht beispielsweise im zweiten Schuljahr beim multiplizierenden Zahlenraum bis 100 möglich ist. Ich habe das jetzt hier mal beispielhaft an der Aufgabe 27 mal 45 einmal aufgezeigt. Hier sehen Sie, dass die beiden Faktoren, also die 27 und die 45, jeweils in ihre Stellenwerte zerlegt
werden wir hier dann entsprechend einzeln rechnen. 40 mal 20 sind 800, 20 mal 5 sind 100, 7 mal 40 sind 280 und 7 mal 5 sind 35. Ob jetzt nun hier zeilenweise oder spaltenweise addiert wird, ist egal. Hauptsache, man kommt am Ende auf die Gesamtsumme der Teilprodukte, in dem Fall hier bei dieser Aufgabe 1215. Im Anschluss an das Rechnen im Mahlkreuz lohnt es sich, ein historisches Rechenverfahren mit den Kindern auszuprobieren. Der schottische Mathematiker John Napper erfand ein Rechenmittel aus Holzstäben. Die heutzutage einsetzbare Papierversion ist wunderbar mit dem Mahlkreuz in Einklang zu bringen. Andererseits jedoch stellt es ein schriftliches Verfahren dar. Stellenwertweise wird multipliziert und schließlich stellengerecht schräg addiert. Es gibt jeweils einen Streifen zu den Zahlen von 1 bis 9, der von oben nach unten die 1x1-Ergebnisse der entsprechenden 1x1-Reihe enthält. Die Stellenwerte der 1x1-Ergebnisse trennte Napper durch eine diagonale Linie, sodass sich oberhalb der Diagonalen die Zehner und unterhalb die Einerziffer befindet. Mit diesen Streifen können Produkte mit einem einstelligen Faktor direkt ermittelt werden. Also beispielsweise bei der Aufgabe 4 mal 3, also man nimmt sich den Streifen mit der 3 vor, guckt dann an der entsprechenden Stelle 1, 2, 3, 4 und das Produkt ist 12. Kann man also direkt hier ablesen, 1 Zehner, 2 Einer, das Produkt ist 12. Oder bei der Aufgabe 7 mal 9, man nimmt den 9er Streifen und zählt dann entsprechend durch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 Zehner, 3 Einer, das Produkt ist 63. Eine Kopiervorlage zu den Rechenstreifen können Sie sich übrigens auf meiner Homepage herunterladen. Die URL finden Sie hier. Ist ein Faktor mehrstellig, sucht man sich erstmal die entsprechenden Streifen. Für die Aufgabe 34 mal 7 beispielsweise legt man den Dreier- und den Viererstreifen passgenau nebeneinander. In der siebten Zeile kann man dann das Ergebnis ablesen. Man beginnt mit den Einern. Es ergeben sich zunächst 8 Einer. Die blaue 2 im Viererstreifen hat denselben Stellenwert wie die blaue 1 im Dreierstreifen, also die beiden. Es sind beides Zehner und dann müssen nur noch die 200er im Dreierstreifen verbucht werden. Das Produkt ist also 238. Hier nochmal schematisiert in der symbolischen Schreibweise aufgeschrieben. Wegen der Diagonalen ergeben sich die Stellenwerte automatisch. Hier gäbe es beispielsweise die erste Möglichkeit, das Rechnen mit den Streifen mit dem schriftlichen Algorithmus in Beziehung zu setzen. Denn man sieht sehr schön, dass es zwischen dem Verfahren von Napper und der schriftlichen Multiplikation, wie sie beispielsweise Padberg beschreibt, große Gemeinsamkeiten gibt. Padberg schreibt hier, beide Faktoren stehen in einer Zeile nebeneinander, also jetzt hier 7 und die 34. Die rechte Zahl ist der Multiplikator, die linke Zahl der Multiplikant. Man beginnt die Multiplikation mit der höchsten Stelle des zweiten Faktors, in dem Fall hier der 3. Die Teilprodukte ordnet man jeweils ihrem Stellenwert entsprechend unter dem zweiten Faktor an und lässt die zugehörigen Endnullen fort. Und am Ende wird entsprechend aufaddiert und man kommt eben hier auch auf das Produkt 238. Also eine Gemeinsamkeit zwischen den Napperschen Streifen und dem schriftlichen Normalverfahren wird an dieser Stelle sehr, sehr schön deutlich. Ein klein wenig komplizierter wird das Rechnen mit den Rechenstreifen, wenn sich in der Zehnerstelle beim Addieren erneut ein Übertrag ergibt, wie zum Beispiel bei den Aufgaben 3 mal 34, 6 mal 34
oder 9 mal 34. Hier muss man entsprechend ja, den Übertrag beachten. Also ich habe das jetzt hier mal im Beispiel der Aufgabe 3 mal 34 hier nochmal vergrößert. Also ich gucke mir hier die dritte Reihe an auf den Rechenstreifen und rechne dann diagonal runter. 2 kann ich notieren. Hier muss ich mir dann also bei 9 Zehner plus 1 Zehner habe ich 10 Zehner. Also ich muss hier eine 0 notieren und habe also einen Hunderter mehr. Und muss mir entsprechend diesen Übertrag merken. Insofern ist ein gut entwickeltes Stellenwertverständnis eine wichtige Voraussetzung für eine verständnisorientierte Arbeit mit den Nepperschen Streifen. Für Produkte mit mehrstelligen Faktoren muss zunächst ziffernweise multipliziert werden. Danach werden die Teilprodukte addiert. Die Aufgabe 34 mal 57 beispielsweise muss in die Aufgaben 7 mal 34 und 5 mal 34 zerlegt werden. Auf diese Weise können alle Multiplikationsaufgaben gelöst werden. Nimmt man noch zusätzlich einen Streifen für die 0, ermöglicht es einem, auch mit Faktoren zu rechnen, in denen die Ziffer 0 vorkommt. Und auch hier wird wieder die Nähe zum schriftlichen Algorithmus sichtbar. Also auch hier wieder jeden Faktor für sich berechnen. Hier nochmal eine Analogie zu den Nepperschen Streifen. Am Ende werden die Teilprodukte aufaddiert und wir haben das Endprodukt. Bei manchen Aufgaben, wie bei 314 mal 28, gibt es bei einer Teilrechnung zweistellige Ergebnisse. Hier wird ein Übertrag erforderlich. Dieser Übertrag kann, wie in diesem Beispiel, in die Aufgabe hineingeschrieben werden. Man kann sie sich aber auch im Kopf bzw. mit Hilfe der Finger merken oder auf einem Extrablatt notieren. Ich habe hier das Verfahren mit der üblichen Sprechweise am Beispiel des Dokuments von Viertklässler Hanno veranschaulicht. Also 314 mal 28. Was mache ich als erstes? 2 mal 4. 2 mal 4. Ich schreibe 8 stellengerecht hier drunter. Dann geht es weiter. 2 mal 1 ist gleich 2. Ich schreibe die 2 hier hin. Und 2 mal 3 ist 6. Ich notiere hier die 6. Also erstes Teilprodukt 6 und 28, beziehungsweise weil wir hier mit 20 multipliziert haben, eigentlich 6280. Aber man lässt ja die Nullen hier erstmal an der Stelle weg. So, dann geht es weiter mit der einer Stelle der 28. 8 mal 4 ist 32. Ich schreibe mir hier die 2 hin und die 3 Zehner, die muss ich dann in die nächsthöhere Stelle mir gerne als Übertrag notieren oder ich merke mir das entsprechend mit den Fingern. Dann 8 mal 1 ist 8 und ich schreibe hier die 8 direkt hier zusammen, damit klar ist, das muss ich nachher noch mit zusammen addieren. Und als nächstes haben wir 8 mal 3 ist 24 und die notiere ich dann entsprechend komplett hin, weil ich ja keine nächste Stelle mehr habe, schreibe ich also eben die 24 entsprechend ganz hinschreiben. So, und dann werden die Teilprodukte aufaddiert. 0 plus 2 ist 2. 8 plus 3 plus 8 ist 19. Und entsprechend der schriftlichen Addition der Konvention dort muss ich hier die 1 im Übertrag mir notieren und rechne dann 2 plus 4 plus 1 ist gleich 7. Und als letztes 6 plus 2 ist 8, also das Produkt von 314 mal 2, mal 28 ist 8792. Wie zu Beginn des Videos erläutert, ist der Algorithmus der schriftlichen Multiplikation für Kinder nicht per se mit Verständnis verbunden. Trotz sorgfältiger Einführung können Teilschritte des Verfahrens, wie zum Beispiel der eben beschriebene Übertrag, für die Kinder unverstanden bleiben. Dies führt zu viel Eigenkreativität im Vorgehen der Kinder und, ja, klar, Fehler entstehen.
So auch bei Miriam aus dem Eingangsbeispiel, die bei der abschließenden Addition an der Zehnerstelle multipliziert, anstatt zu addieren. Möglicherweise handelt es sich dabei nur um einen Flüchtigkeitsfehler. Würde dieser Fehler aber wiederholt bei mehreren Aufgaben auftreten, müsste man im Unterricht überlegen, wie man Miriam beim Verständnis der schriftlichen Multiplikation helfen kann. Die kreative Fehlerstrategie von Miriam ist aber nicht die einzige denkbare Schwierigkeit, die bei der schriftlichen Multiplikation entstehen kann. Darüber hinaus gibt es noch eine Fülle von weiteren Fehlertypen, die den Kindern unterlaufen können. Doch das würde aber ein eigenes Video erfordern. Wenn Sie Interesse an einem solchen Video haben, dann schreiben Sie mir gerne einen Kommentar hier bei YouTube. Ja, ich bedanke mich für die erneute Aufmerksamkeit und ja, wenn Wünsche noch für weitere Themen da sind, wie man Mathematik verständlich lehren kann, dann schreiben Sie mir gerne. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.